Eine der zentralsten Figuren der Marvel Comics ist Captain America und genau wie in den Vorlagen nimmt er auch in den Filmen eine sehr wichtige Kernrolle ein, ohne die das MCU einfach nicht so wäre, wie es ist. Was ihn ausmacht und wie seine Ideale, Kräfte und seine große Vorgeschichte sind, erzähle ich euch heute in diesem neuen Basics-Video. Wenn ihr also bisher gar keinen Plan habt oder nochmal euer grundlegendes Wissen auffrischen wollt, seid ihr hier genau richtig. Das ist Nerd Factory, ich bin Luke und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marvel Basics, die aktuell übrigens täglich erscheinen, also abonniert den Kanal doch jetzt, wenn ihr noch nicht habt, um die restlichen Basics-Videos nicht zu verpassen. Steve Rogers, aka Captain America, ist einer der wohl grundlegendsten Superhelden des Marvel-Universums. Und auch wenn Figuren wie Spider-Man oder die X-Men vielleicht in den Comics über die Jahre populärer waren als Captain America, hat dieser innerhalb der Storylines immer die Rolle des erdenden und ehrenvollen Superhelden eingenommen. Seine Geschichte beginnt im MCU im ersten Captain America-Film und wo ich euch jetzt nicht allzu viel über die Story dieses erzählen will, kann ich euch aber einiges zu Caps Motivation und seinen Kräften erzählen, damit ihr grundlegend versteht, wer diese Figur überhaupt ist und warum er so handelt, wie er handelt. Steve ist nämlich bereits bevor er seine Fähigkeiten erhält, ein herzensguter Mensch, der für das kämpfen will, was richtig ist. Obwohl er also jedes US-Nationalisten feuchter Traum ist, ist er in der Tat charakterlich eher das Gegenteil. Ihm ist Land, Nationalität und Ethnie eigentlich vollkommen egal. Was zugegeben für einen 100 Jahre alten, weißen, heterosexuellen Cis-Mann mit christlichem Glauben als solches schon eine ziemliche Leistung ist. Steve will, dass alle Menschen gleich und gut behandelt werden. Er kämpft bereits ohne seine Kräfte für das Recht der Schwächeren, selbst wenn er immer noch Teil dieser Gruppe ist. Immer und immer wieder bewirbt er sich in den 30ern für einen Platz in der Army, um Nazi-Deutschland und die Achsenmächte zu bekämpfen. Doch obwohl er den Willen und das Herz hat, rein körperlich, nutzt er der Army rein gar nichts. Das ändert sich allerdings an dem Tag, als er von Dr. Erskine als ideales Testobjekt für sein Super Soldier Serum auserkoren wird. Denn dieses verstärkten Charaktereigenschaften und körperliche Fähigkeiten. Ein super starker Dumpfkopf ist also nicht wirklich nötig, sondern eher schädlich. Ein intelligenter Schwächling, der aber ein sehr gutes Herz und den richtigen moralischen Kompass hat, das ist die ideale Testperson für dieses Serum. Essentiell endet es aber leider so, dass er der einzige Supersoldat bleibt und das Projekt vorerst ad acta gelegt wird. Cap zieht also als eine Art Tanzäffchen der USA herum und dient eher als Unterhaltung als als Soldat, der für das Gute kämpft. Besonders wichtig hierbei ist, dass er hier und auch schon vorher eben nicht das Autorität respektierende Äffchen darstellt. Er ist kein hirngewaschener Supersoldat, sondern ein intelligenter und vor allem selbstdenkender Mensch, der durch das Serum nur die Fähigkeit erhalten hat, seine moralische Vorstellung und den Wunsch für echte Gerechtigkeit zu sorgen, auch mit Muskelkraft untermalen kann. Doch unter den Muskeln ist und bleibt er der intelligente und anpassungsfähige Steve Rogers, der sich auch gegen die Obrigkeit und seine Befehle stellen wird, wenn er denkt, diese sprechen gegen diesen moralischen Kompass. Im Laufe der Filme wird er noch häufiger damit konfrontiert, sich an neue Situationen anpassen zu müssen, sich Obrigkeiten und höheren Mächten zu widersetzen und vor Entscheidungen gestellt zu sein, die seine Moral komplett durcheinanderwirbeln. Die Fähigkeiten, die er dabei einsetzt, sind primär körperlicher Natur. Er ist stärker, widerstandsfähiger, ausdauernder, intelligenter und präziser als jeder normale Mensch. Er kann nicht nur unfassbares Gewicht stemmen, Belastungen und Gewalteinwirkungen widerstehen und heilt super schnell, sowie altert deutlich langsamer. Nein, er ist auch super intelligent, sodass er beispielsweise die Flugbahn seines Vibranium-Schildes genau berechnen kann, um es über Ecken und Kanten wieder zurück zu ihm springen zu lassen. Außerdem ist sein Metabolismus verändert, sodass er zum Beispiel nicht betrunken werden kann und vor allem aber dadurch beinahe gegen alle Gifte immun ist. Außerdem macht es ihn widerstandsfähiger gegen Umwelteinwirkungen, wie beispielsweise extreme Hitze oder Kälte oder Druckverhältnisse. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ihr grundlegend über Captain America wissen müsst, um zu verstehen, warum dieser Charakter handelt, wie er eben handelt. Ich hoffe also, ihr habt ein bisschen was dazu gelernt oder die Erinnerung wieder aufgefrischt. Schreibt mir gerne Wünsche für neue Basics-Videos in die Kommentare, die ihr gerne noch sehen möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen großartigen Tag. Vergesst nicht zu abonnieren, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Rein gehauen.